Hey ho, liebe Minenarbeiter und denen, hier meldet sich der Vorbuddler wieder aus der Station 74. Werde belagert hier von so Viechern. Außerdem ist irgendwas mit den Spinnen los. Ich werde oft belagert von irgendwie einer Horde Spinnen und ständig tagsüber von Spinnen angegriffen. Und ich kann mir irgendwie nicht so wirklich erklären, warum das so ist. Ah, das muss ich auch alles zumachen hier mal. Oh, vielleicht auch mal ein Schwert zur Hand nehmen. Auf jeden Fall sind hier da irgendwie überall Spinnen. Was mache ich? Ich renne jetzt hier mal durch. Die Schafe lasse ich jetzt Schafe sein. Denn, oh, die verfolgt mich doch schon wieder. Das ist aber nicht zu glauben. Es ist doch hellichter Tag. Was will die denn von mir? Die auch? Ne, die ist lieb. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ja gar nicht nachts rumgerannt. Ich habe gepennt. Aber, ne? Aber gut. Schnappen wir uns mal hier das Holzwollenschaf und das weiße Schaf und da hinten noch das graue Schaf. Das ist das. Der Phantopart. So. Oh. Denn die Wolle werden wir noch brauchen für das nächste Gebäude, was ich auch schon ein bisschen angefangen habe. Das soll jetzt auch so ein Ding werden, aber das ist irgendwie nicht so richtig pilzartig. Soll es auch gar nicht sein. Wollte halt was anderes mal ausprobieren. Ach, keine Schaufel dabei. Ich weiß auch nicht. Hatte noch nie so einen hohen Schaufelverbrauch wie hier in dieser Station 74. Aha. Leitern hatte ich da angebracht. So, jetzt ist es weg. Sehr schön. Also auch ein bisschen kleiner als die dort drüben, ja. Und na, du? Ein bisschen kleiner und ich habe jetzt auch mal Schönstein genommen und interessanten Fußboden, ne? Wir gehen mal hoch. Wollten wir so oben weitermachen. Hab hier so eine kleine Vision entwickelt, wie man denn hier so die Sache vorantreiben könnte. Vorantreiben können? Ne, vorantreiben, ne? Ganz normales Wort, glaube ich. Ja, ich habe vor, hier nochmal so eine Etage drauf zu bauen. Puh. Bin auch rübergeeilt, habe die beiden Öfen aus unserer Höhle geholt und hier in unserem Hauptpilz aufgebaut. So dass ich jetzt hier also auch schön kochen und backen kann, wie ich es so brauche. Ja, das ist jetzt wieder gar nicht schön, das ist jetzt schon wieder. Eben war es noch Mittag, glaube ich, und jetzt ist es schon wieder Abend, also irgendwie weiß ich auch nicht. Ach ja, so. Ah. So werde ich hier auch nicht lange überleben. Zumal mir auch meine Koteletts langsam ausgehen. Ja, ich will aber jetzt hier in der Nacht nicht rumeiern. Tut mir leid, ich laufe mal eben schlafen. Habe ich denn noch in der Kiste oben keine Koteletts mehr? Ich meine nämlich nicht. Immer gefährlich hier. Ja, hier habe ich mich immer noch nicht entschieden. Ich plädiere eigentlich schon fast für diesen Schlitz. Der sieht irgendwie futuristisch aus und nicht so Bauhaus-wohnlich. Also ich weiß es nicht. Kommen wir später noch zu, wenn wir diesen Gang denn auch irgendwann mal fertig machen. Dann schauen wir uns das nochmal genauer an. So, ich nehme mal eben in die Kiste. Mit der schwarzen Wolle habe ich noch was vor. Diese auch. Ja, den Sand, den schleppe ich auch mal mit mir rum. Wolle, lass jetzt mal hier. Rein aus Sicherheitsgründen habe ich denn jetzt noch ein bisschen Schönstein gebacken. Ich brauche, glaube ich, noch Schönstein. Dann sollten wir nachlegen. Aber hallo. Und da sehe ich auch schon, dass wir jetzt allmählich nochmal nach Bad Schönfeld zurück müssen, um uns Koppelstein und überhaupt alles Mögliche noch zu besorgen hier, ne? Geht wirklich langsam zur Neige hier. Und das soll ja nicht sein. So, wie weit haben wir noch? 21, da kommen wir nicht weit mit. Da kommen wir nicht weit mit. Da kommen wir nicht weit mit. Nee, 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 nee. Könnte man in der Zwischenzeit denn machen? Ach, guck mal, wie schön das aussieht. Naja, es ist, man erkennt jetzt schon mal so ein bisschen. Ah, wenn man doppelstöckig, das erkenne ich jetzt schon. Doppelstöckig, das wird cool. Doppelstöckig wird cool. Vielleicht unten dann später mal die Stütze noch etwas verdicken, aber da könnte man auch so einen Anschluss bauen. Da habe ich schon ausgemessen. An diesen Gang. Mal gucken, das ist, glaube ich, auf einer anderen Höhe dort. Müssen wir mal sehen, wie wir das anpassen. Ich schlaf mal. Und dann renne ich rüber und dann verbrate ich schon mal den Schönstein, den wir jetzt so haben.
Ich nehme alles mit, was ich so kriegen kann. So, und dann renne ich rüber. Laufen, laufen, laufen. Ich lasse die Kuh mal einfach leben. Die hilft uns im Moment. Was sagen wir mit dem Leder? Brauchen wir jetzt gerade nicht. Demnächst gibt es jetzt Steaks im Beta 1.8. Können wir also auch richtig Rindfleischkoteletts nehmen. Ja, das ist gut so. So, und dann will ich da hochkommen. Irgendwie jetzt auch mal... Achso, da... Mal so irgendwie. Dann baue ich hier auch nochmal so eine Säule hin. Da überall kreuchen die noch rum. Ah, die sind halt auch neugierig. Die wollen auch wissen. Jetzt bräuchte ich Geröll, ne? Um da so langsam... Ja, genau. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber gut. Was soll's, ne? Bisschen geschickter jetzt hier anstellen. Ja. Das reicht auch schon. Da komme ich dann so mit klar. Seht ihr? So, das noch auf der letzten Seite. Dann möchte ich oben noch hier oben noch so einen Ring dran bauen. Und ein Dach drauf, ne? Und dann hat sich das schon. Und dann habe ich noch gewisse Sachen vor. Mal versuchen, dass wir das jetzt auch alles auf die Reihe bekommen. Erstmal hier wieder hinstellen. Ja, okay. Ja, das ist aber richtige Höhe. Oh, das war falsch. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Ach, und da geht jetzt auch der Schönstein aus. Ah, ja klar. Okay. Wie komme ich runter? Wie komme ich runter? Da hinten, ne? Ach du meine Güte, das habe ich doch nie. Sag ich doch. Ne? So, Glas dabei. Ja, Glas habe ich dabei. Gut. Glas werde ich jetzt so richtig verschwenderisch hier ranbauen. Na, aber noch ein höher. Und zwar so. Mal sehen, wie lange es noch reicht. Ja. Ja, das war klar. Das war klar, dass ich mich beim allerletzten dann auch wirklich verhaue. Ne? Gut, aber es reicht ja schon, um einen Eindruck zu gewinnen. Diese Seiten sollen also in Glas gemacht werden. Und dann deute ich auch mal. Hier seht ihr, dass ich das schon ausgezählt habe. Angezählt bin ich jetzt. Okay. Hier ist die Mittellinie. Hier sollte so ein Gang. Die werden sich dann genau hier treffen. Ich sehe auch, es ist die gleiche Höhe. Nee, der steht... Das ist die gleiche Höhe. Das ist cool. Brauchen wir hier gar nicht so rumkonstruieren. Na, machen wir den Gang bis hierhin weiter. Und ich habe gedacht, hier oben, die weiße Wolle, die finde ich nicht schön. Ich werde da rote Wolle einbauen. Rosen haben wir genug da, das machen wir mal eben. Da kann man diese Gänge, die in verschiedene Richtungen gehen, auch mit anderen Farben kennzeichnen. Vorzugsweise natürlich die einfachen Farben wie Rot und Gelb, die wir jetzt hier so schnell bekommen können. Rot und Gelb ist ja, macht ja kein Problem. Wo sind denn die anderen Wollstücke? Sind die alle auf dem Dach gelandet? Ey Leute, das finde ich jetzt wirklich gemein. Oh. Ja, auch noch komisch hier. So, dann sammeln wir uns das mal ein hier. Gibt's ja wohl nicht. So. Schwupp. Schon wieder Schafe. Ja, muss ich jetzt mal einfach. Ich brauche viel Wolle.
Hehehe. Ah, die Bones, also das Knochenmark, das werde ich nicht hier verschütten auf dem Kontinent, ne? Sondern schön zu Hause im Bad Schönfels, wo das auch gut hinpasst. Bad Wiesenfels wollte ich jetzt schon sagen, ne? So. Ja, also Neuwiesenfels zum Beispiel auf dem Server wird es demnächst ja erstmal nicht mehr geben. Ne? Also auf der neuen Karte. Und, aber es wird bestimmt andere schöne Sachen geben. Geht doch mal weg, du Schaf. Hier, die Rosen nehmen wir uns auch jetzt mal direkt mit. Brauchen wir eh, haben wir gesagt. Und stören uns ja auch hier. Ne? Die sind viel zu bunt. Am liebsten würde ich das hier alles in Bedrock oder so auskleiden. Oder in Obsidian, die ganze Gegend, ne? Aber wir wollen ja mal den Deckel im Dorf lassen und nicht übertreiben. Ist schon wieder Mittag, also die Zeit, die rennt. Ich halte mich hier mit irgendwelchen Scherarbeiten auf. Dann lass uns mal gucken, dass wir mal ein bisschen farbige Wolle herstellen. Rote Wolle für den Gang. Und dann möchte ich noch ganz viel schwarze Wolle haben. Schon einige Schafe gepflückt, ne? Ah, ja, ich hoffe, ihr hört die ganzen Nebengeräusche hier nicht. Ich habe das Fenster auf, es ist so schönes Wetter draußen. Und man hört jetzt hier ab und zu mal irgendwelche, ja, Kampfjets vorbeifliegen, ne? Da eben ist auch so wie so eine Mondrakete reingekommen, ne? Wartungsarbeiten am Raumschiff Enterprise werden durchgeführt und all solche Sachen. Und die Rosen habe ich doch gar nicht hier, die sind in der Höhle drüben. Ist aber jetzt mir auch wurscht, weil, Hauptsache ich habe jetzt genug Wolle. Was ist das denn hier? Genug Wolle habe ich auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt mal Farbstoff. Und verbraten das auch alles. Okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass das sieht aber, glaube ich, das geht auch, wenn das so gestreift ist. Ich habe jetzt natürlich meinen Spezial- oder beziehungsweise Extra-Texture-Pack drauf. Müssen wir das ein bisschen berücksichtigen. Wie war denn das mit den... Wie machte man denn nochmal... Ah, oh, so ein Verbrauch hat man da. Oh, das ist extrem, ey. Mann, 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 das ist ja extrem. Da renne ich aber gleich glatt nochmal zu dem Tümpel rüber und schau, ob da mal wieder ein paar Tittenfische gestrandet sind. Ne? Glas. Glas noch mitnehmen, ja. Das wird dann auch nicht reichen, das sehe ich jetzt schon, aber gut. Wir können hier alles fabrizieren und an verschiedenen Stellen weiterarbeiten. Ich schau mal eben nach dem Tümpel. Der war da vorne. Da ist er auch immer noch. Diesmal haben wir leider Pech. Ja gut, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Was soll ich denn tun? Warum renne ich denn so weit weg? Diese rote Wolle wollte ich doch noch einbauen in die Decke des Gangs. Kuh, geh da mal raus, ja. Das ist doch hier kein Bauernhof, sondern eine Mondstation. Das ist auch cool. So. Kann man auch machen. Guck mal. Wie viel habe ich noch? 3 Stück? Ja, komm. Weg mit dem Sch... ne? Überhaupt ja noch mal ein paar Halbsteine verarbeiten. So. Knochen trage ich auch noch völlig sinnloserweise mit mir rum. Aber jetzt zeige ich euch, was ich hier noch... Diese Seiten kommt nämlich jetzt einfach schwarze Wolle. So. Das verbrate ich auch direkt noch. Noch einen dahin. Da brauchen wir noch viel schwarze Wolle. Boah. Schauen wir mal nach, ob wir noch in einer Höhle oder bei Bad Schönfels habe ich bestimmt auch noch eine Menge schwarze Wolle. Okay, oben die obere Etage natürlich auch. Da kommt was zusammen. Kann ich mal eben unsere Scheibe hier reparieren, ne? Aha. Doch, die Nacht
Die Nacht bricht herein. So. Wir können es nicht ändern. Oh. Auch noch vergessen. So. Das ist gut. So ist es auch gut. Das geht hier. Ah, warte, Moment mal, da komme ich sonst nicht hin, ne? Ah. Doch, geht noch. Ach, Glas ist alle, ja. Sag ich doch, ne? Habe ich doch gesagt. Was wir machen können, ist da oben jetzt im Dunkeln rumbalancieren. Ach, das machen wir auch, das schaffen wir doch. Ja, gucken wir, dass wir da hier alles, diese Bögen sind fertig, dann müssen wir noch diese Zusatzdinger dahin, das kriegen wir doch geschafft. Das sollte uns doch jetzt vor kein großes Problem stellen, oder? Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch? Haben wir genug Zeug dabei? Können wir das doch eben machen. Weiß gar nicht, was ihr wollt, ne? Geht doch. So, aber ja, können wir das vielleicht von unten sogar machen? Ja, da komme ich doch dicke ran. Mensch, ist doch viel einfacher. Ist doch viel einfacher, ne? Zwei daran. Und das ist auch ganz einfach hier. Das ist ein kleiner Kreis, ne? Dann treffen die sich schon. Das ist schon erledigt. Ja, weg mit dem Mister. Ja, wieder darüber. Das ist das Schwierigste. Ach, wir haben doch alles dabei. Was soll's? Machen wir uns. Ist doch gemütlich hier. Kein Stress. Auch ab und zu mal eine Fackel vielleicht hinhängen. Einfach nur so. Aus Jux und Dollerei. Weiter hier so. Dann treffen wir sie schon. Das war's schon. Erde direkt mitnehmen. Ja, und dann würde ich sagen, da müssen wir echt gucken, dass wir nochmal nach Bad Schönfels ganzen Ressourcen, was brauchen wir denn? Sowieso Sand und Zeug, ne? Ja gut, da können wir natürlich in Bad Schönfels, werden wir da die was weiß ich, Öfen füllen, können wir dann nochmal in der Amy Winehouse Höhle vorbeischauen und dort mal den unterirdischen Dschungel weiterbauen. Es gibt ja auch in Bad Schönfels noch unsere schöne Projektwand. Die ist ja auch noch richtig voll. Da haben wir noch einiges zu tun. Okay. Ist doch schön, dass ich mich dann immer noch am meisten erschrecke, ne? Das haben wir mal weg hier. Jetzt zacke, 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 zacke. Wo war ich denn jetzt? Ich sehe nichts mehr. Haben wir noch eine Fackel dabei? Ja, komm. Aber nicht so kniepig. Oh, ist ja fast rum. Er geht doch immer schneller, als ich denke. La la la. Oh ja, ja. Alles weg, kein Glas mehr. Boah, wir waren so fleißig am Sandhacken vor einigen Folgen. Jo. Jetzt bin ich rum. Obere Reihe steht. Ja, ein Arbeitsweg lasse ich jetzt hier mal noch bestehen. Wir müssen hier noch dann noch später das Glas einbauen. Was sagte ich? Unten die Stütze könnte man vielleicht etwas stabilisieren oder so. Na, müssen wir mal sehen. Ja, der sieht nicht schlecht aus, der Pilz. Ich finde den eigentlich auch ganz ausgewogen, auch mit der Stütze so. Die muss nicht noch breiter sein oder so oder stabiler. Ich finde, das sieht schon ganz rüstig aus, irgendwie. Jetzt kommen wir nur nicht zurück. Ja, hier, rote Wolle müssen wir auch noch anschließen. Ja, wir brauchen also viel Wolle. Besonders viel schwarze. Wir brauchen rote Wolle ein wenig. Wir brauchen Schönstein und wir brauchen auch sehr viel Glas. Okay, da müssen wir dran denken. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Es ist erst Mitternacht. Es ist natürlich Zeitverschwendung jetzt hier. Da ist... Nee, das war nur eine Kuh. Da ist eine Kuh. Oh, da turnt ein Skelett rum.
Ach komm, wir schaffen das. Ich bin jetzt zuversichtlich. Oh. Oi. Bisschen Zickzack rennen. Boah, das war's natürlich. Ich musste jetzt auch. Ja, aber wir spawnen natürlich direkt hier oben. Oben drauf. Neues Schwert. Haben wir denn hier noch an Wolle? Nee, nichts von Belang irgendwie richtig. Das war mir klar, dass wir das jetzt doch nicht irgendwie so richtig hinkriegen. Jetzt werden wir wahrscheinlich von allen Seiten. Aber meinen Krempel will ich natürlich gerne wieder haben. So, das war's. Jetzt kann der mich mal. Wo ist der überhaupt? Da hinten. Und hier links auch noch. Ne, das ist auch wieder nur eine Kuh, oder? Ne, das ist ein Skelett. Ach komm, lass mal in Ruhe. Die brennen eh gleich, weil ich nämlich jetzt schlafen gehen werde. Mensch, ist das hier ein Lärm, sage ich gerade mal so. Meine Güte. Okay. Bisschen sortieren. Wolle, ja, das brauchen wir jetzt ja nicht mitnehmen. Ich will ja zurück nach Bad Schönfels. Das lassen wir dann alles hier. Oh, die Knochen können wir mitnehmen, die brauchen wir nämlich hier nicht. Oh, das Zeug auch, das blockiert uns jetzt hier nur alles. Ja, die ganzen Wolle lasse ich mal hier, das auch. Sand sowieso. Können wir höchstens nochmal eben den, hoppla, den Sand mal eben in den Ofen schmeißen. Dann kann der schon mal brutscheln. Ja, schön. Das auch da raus und dann legen wir da, hoppla, da legen wir da nochmal eben noch ein bisschen den Rest hier so rein, ist auch egal. Dann wird das hier ein bisschen, ja, so können wir das machen. So läuft das Geschäft, so ist das kein Problem. Ja, die Hacke brauche ich jetzt nicht dabei haben. Können wir mitnehmen, müssen wir aber nicht. Alles klar, ja gut, dann schlafe ich jetzt, Boot nehme ich jetzt mal mit. Das lasse ich hier. Das lasse ich auch hier. Das nehme ich mit. Ja, das sowieso. Okay. Dann schlafe ich jetzt mal ein bisschen und dann mache ich mich auf nach Bad Schönfels. Und dann sehen wir uns dort wieder. Ja, und freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet. Macht es gut, bis dahin.